Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass es jetzt für dich endlich wieder losgeht mit der Turnierreiterei, Dressurprüfungen im Viereck mit AC/DC. Weil du träumst sogar davon schon. Das stimmt. Und das war voll der Albtraum. Und das ganz, also die dunkle, traurige, für mich auch schmerzhafte Wahrheit ist, dass ich in deinen Träumen genauso trottelig wegkomme wie im wahren Leben. Also wir haben das ja schon mehrfach hier berichtet, dass ich als Turniertrottel im Prinzip nicht zu gebrauchen bin oder kaum zu gebrauchen bin. Nicht, nee, man muss nicht kaum zu gebrauchen, gar nicht zu gebrauchen, weil ich kann noch nicht mal das Pferd, also ich kann es allenfalls mal kurz halten, aber das ist auch irgendwie so das Höchste der Gefühle. Dann darf auch nichts passieren. Und willst du ein Geständnis ablegen? Also was ist im Traum passiert? Also ich bin nicht aufs Turnier gefahren, sondern geritten, irgendwie an einer Landstraße entlang. Und es fing auch noch an zu regnen und dann habe ich so an mir runtergeguckt, an meinem Regenmantel und dann dachte ich, scheiße, ich habe ja gar kein Turnieroutfit an. Und dann habe ich dich angerufen und habe gesagt, wenn du jetzt aufs Turnier kommst, musst du mein Turnieroutfit mitbringen. Und du so, wie sieht denn das aus? Und das finde ich, wo ist denn das? Und woran erkenne ich das denn? Und da hast du schon innerlich aufgelegt. Das ist wie, wenn ich sage, bei minus 5 Grad, zieh doch bitte die lange Jogginghose an. Wo ist denn die? Na, da, wo sie immer ist. Wo sind meine Socken? Auch da, wo sie immer sind. Und meine Unterhosen? Auch da, wo sie immer sind. Jenny, wir wollen in diesem Teaser ja kurz erzählen, was kommt auf die Hörerinnen zu in der nächsten Folge. Und was man mit Sicherheit sagen kann, es wird auf sie zukommen. Also Turnier weiß man noch nicht so genau, aber auf jeden Fall steht dir und AC/DC ja ein Lehrgangswochenende wieder mal bevor, und zwar bei Reim und Wille. Und es wird wirklich spannend. Die Frage ist ja so ein bisschen, erlaubt euch Reim und Wille dann jetzt quasi an diesem Wochenende die fliegenden Wechsel wieder? Habt ihr eure Hausaufgaben gut gemacht? Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Es klappt ganz gut. Also wir mussten ja daran arbeiten. Fleißiges Hinterbein. Genau. Und zünden. Übergänge im Galopp und der Schub aus der Hinterhand und dass er wirklich auf das Bein auch zieht im Galopp. Und nach vorne die nach Wechsel vorne. Springt. Genau. Ja, wir haben es ganz gut gemacht. Also du bist guter Dinge. Okay. Ja. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, weil die Ansprüche sind ja hoch von Reim und Wille. Auch meine Ansprüche an mich sind auch hoch. Deswegen sage ich so ein bisschen so, es könnte noch ein bisschen perfekter sein. Ich übe heute nochmal. Also die Hörerinnen und Hörer können sich darauf freuen, zu hören, was da im Detail passiert. Und die Hörerinnen und Hörer können sich freuen auf, und das weißt du auch noch nicht, ist jetzt auch Überraschung für dich, auf einen literarischen Genuss. Unsere europameisterliche Wohngemeinschaft für das große Haflinger Turnier in Altenstadt steht ja, ne, mit Nicole. Genau, wir sind wieder auf dem schönen Pappelhof in bei der Dani. Bei der Dani, genau. Da ich sind weiß wir. Gar nicht genau, wo das ist, wie der Ort heißt. Ja, bei der Dani sind wir, genau. Also das steht. Großes Haflinger-Turnier in Hessen, irgendwann im Sommer, Spätsommer. Und Jenny, was ich mir überlegt habe, im Zusammenhang damit, wenn du, das hast du ja mal gesagt, wenn du tatsächlich mit dem AC/DC dort so eine erste M-Dressur reiten solltest, dann also könnte es sein, dass du dann gegen Nicole in einer Prüfung antrittst? Ja, ich habe keine Chance. Also das wäre Premiere auch, oder? Seid ihr schon mal gegeneinander? Nein. So, alles klar. Dann habe ich es ja. Ach, dann war die Versuchsanordnung perfekt. Ich hoffe, dass ich mich nicht verreite. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund.
Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Vielleicht verreitet sich Nicole zweimal oder so. Aber ich glaube, auch das reicht nicht, wenn Nicole sich zweimal verreitet. Gib nur 0,4 Abzug. Aber jetzt pass auf, das ist ja wirklich jetzt eine spannende Versuchsanordnung, sollte es dazu kommen. Und ich habe unsere beste redaktionelle Mitarbeiterin der vergangenen Wochen mal wieder eingespannt, die künstliche Intelligenz ChatGPT. Und ich habe ihr heute Morgen, also es ist noch ganz frisch, folgende Aufgabe gegeben. Hör zu. Schreibe den Beginn eines Romans über Jenny und Nicole. Sie sind Dressurreiterinnen und Freundinnen. Doch sie werden zu Konkurrentinnen, als sie beim Turnier in Altenstadt zum ersten Mal gegeneinander antreten. Punkt, Punkt, Punkt. Und Enter. Hören wir wahrscheinlich am Montag, was er geschrieben hat. Ja, willst du vielleicht die ersten zwei Absätze, willst du die vorlesen und ich mache so ein bisschen romantische Musik an? Ich soll die vorlesen? Wenn du willst, kannst du machen. Dann gib her, aber nur wenn es sein muss. Also, ich gebe dir jetzt mal das iPad. Du kannst nicht zwei Sachen auf einmal machen, vorlesen und Musik anmachen. Ne? Ja, genau. Also, ich mache die Musik an. Ja, hier so ein bisschen. Wann ist das? Ja, hör mal, so, das ist besser. So. Du und weißt schon, dass wir nur den Teaser machen? Naja, es sollen nur die ersten zwei Absätze. Der Rest kommt dann am Montag. Bring dir das iPad jetzt. Gib mir mal deinen Zettel. Ich muss schon lachen. Sie lacht schon. Jenny und Nicole waren seit ihrer Kindheit beste Freundinnen. Sie teilten nicht nur ihre Leidenschaft für Pferde, sondern auch ihre Liebe zur Dressurreiterei. Zusammen verbrachten sie unzählige Stunden auf dem Reitplatz, übten Figuren und träumten davon, irgendwann gemeinsam bei großen Turnieren anzutreten. Mhm. Dieser Traum schien endlich in Erfüllung zu gehen, als sie sich für das renommierte Dressurturnier in Altenstadt qualifizierten. Es war ihr erstes großes Turnier und beide waren voller Vorfreude und Nervosität. Ja. Doch als sie erfuhren, dass sie in derselben Kategorie antreten würden, spürten sie zum ersten Mal eine leichte Anspannung zwischen sich. ChatGPT. Ja, ich kann da nichts dafür. Künstliche Intelligenz. Ist das nicht fantastisch? Wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob wir uns an den Haaren ziehen auf dem Dressurplatz oder so. Könnte passieren. Also, habt ein fertiges Wochenende und dann bis Montag zur Folge. Tschüss. Tschüss. Aber mein Gestammel musste wegschneiden. Was für ein Gestammel? Als ich mich verlesen habe. Okay. Wehe.